So, als nächstes gehen wir mal, machen wir mal ein neues Package für Network. Das könnt ihr auch Neo nennen für Network in Out, aber ich glaube, es gibt schon ein Standard-Default Java-Package, was sich Neo nennt, deswegen nenne ich es jetzt hier einfach mal Network. So, hier brauchen wir auf jeden Fall zwei Klassen, einmal den Client Handler und den Server Handler. Also vorausgesetzt, ich mache das jetzt so, dass in einem Programm, dass man sowohl Server als auch Client sein kann. Nicht zur gleichen Zeit, aber so insgesamt. Dass man nicht zwei Dateien braucht für das Gleiche. So, dann gehen wir mal. Ach so, eine Klasse brauchen wir auch noch. Die nennt sich Register. Da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. So, damit wir das Ganze jetzt auch mal, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Server an. Wir extenden das von einem Listener. Extends Listener. Ja. Hier von com.aerosoftware.grünet. Das wird dann hier auch automatisch importiert. Wenn das bei euch nicht funktioniert, dann habt ihr irgendwie hier unter External Libraries auf jeden Fall Cryonet nicht drin. Oh, guckt dann am besten nochmal am Anfang des Videos, wie man das dann richtig implementiert. So, als erstes erstellen wir eine Variable für unseren Server. Das ist ein Static Server. Und das wird, wie gesagt, hier auch weiterhin automatisch implementiert. Und jetzt vergeben wir einen UDP-Port und einen TCP-Port. Also für UDP-Port nehme ich mal 54555 und TCP-Port gleich 54777. Falls ihr Probleme nachher habt, dass ihr irgendwie keine Verbindung mit anderen aufbauen könnt, dann guckt auf jeden Fall, dass diese Ports sowohl in eurer Firewall als auch in eurem Router freigeschaltet sind. Normalerweise sollte das so funktionieren, aber wie gesagt, falls ihr Probleme habt, gebt die Ports auf jeden Fall frei. So, jetzt können wir ein paar Methoden aus der Listener-Klasse, wenn wir hier mal hier Steuerung links-Klick drauf machen, das ist jetzt eine decompilte Version, aber da seht ihr schon, wir haben hier so connected, disconnected, received und sowas. Das können wir jetzt entsprechend auch implementieren. Also als erstes eine eigene Methode, public void start, damit wir den Server aufsetzen können. Dann haben wir eine Methode public void send, wo wir irgendwas senden können an die Clients. Wichtig ist hier, Cryonet verschickt komplette serialisierte Java-Klassen. Heißt, wir können ganze Objekte von Klassen übergeben. Also, Object O können wir versenden. Was tatsächlich sehr cool ist, weil dann können wir müssen dann nicht nur eine Variable verschicken oder das irgendwie in einen String packen oder irgendwie sowas, sondern wir können einfach eine komplette Klasse verschicken. Dann brauchen wir eine Methode public void connected und die bekommt eine Connection C. Hier merkt man schon, das wird overrided oder overwritten. Und das muss genau so, also das sind jetzt Funktionen von mir und das ist jetzt eine Funktion von Krönet. Das heißt, die muss zumindest genau so dastehen, sonst wird sie nicht überschrieben und wird auch entsprechend nicht ausgeführt, wenn jemand connected. So, public void received bekommt eine Connection C und ein Object O. Das habe ich falsch geschrieben. Received. So. Merkt man schon, okay, jetzt wird es überschrieben, jetzt passt's. Also wenn wir als Server ein Objekt gesendet bekommen von irgendeinem Client. Dann haben wir public void disconnected von einer Connection C. Falls ihr euch sicher sein wollt, könnt ihr auch einfach über add override davor schreiben. Wenn ihr jetzt nämlich irgendwie mal einen Tippfehler habt,
dann meckert euch die IDE direkt an. Override ist nicht, weil habe ich nicht. Machen wir das jetzt hier mal wieder rückgängig. Kann man drin lassen, kann man auch wegmachen. Das ist nur so eine Annotation. Und schlussendlich brauchen wir eine Funktion, um den Server zu schließen. Public static void close. Achso, und send wollen wir auch noch static machen, genauso wie start. Weil wir entsprechend static, weil wir entsprechend nur eine einzige von, also diese Funktion von überall aufrufen können. So, als erstes, wenn wir die Startfunktion des Serverhändlers nachher aufrufen, wollen wir ein neues Objekt der Serverklasse erstellen. Also Server ist gleich new Server. Und alle Klassen, die wir über CryoNet verschicken möchten, müssen wir vorher registrieren. Und das, dafür habe ich die Register-Klasse angelegt. Und hier können wir einfach eine Funktion machen, public static void register. Und die bekommt ein CryoK. Das müssen wir noch importieren. Aus com.io Esoteric Software und jetzt gehen wir hier weiter. Und jetzt können wir k.register das halt registrieren, was wir verschicken wollen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in Application haben wir eine Klasse, New Class Message und die Message hat vielleicht erstmal einen String Absender und einen Text. Den versorge ich mal mit Standardwerten und einem Konstruktor, public message, einem leeren Konstruktor vor allen Dingen. Für jede Klasse, die man verschicken möchte, die brauchen immer mindestens einen leeren Konstruktor. Man kann natürlich auch dann entsprechend mehrere Konstruktoren haben, aber dieser eine leere muss auf jeden Fall da sein, sonst wird man nachher vom Compiler angemeckert. Oder nee, ich glaube, das ist ein Laufzeitfehler, aber wie auch immer. Jetzt können wir über k.register, über message.class diese Klasse registrieren und jetzt können wir ein Objekt der Message-Klasse entsprechend verschicken. So, dann gehen wir nochmal zurück in den Serverhändler und ja, fangen wir hier mal an, weiter das aufzubauen. Über register.register Server, also ne, aus unserer, wir rufen jetzt unsere Funktion auf, die wir gerade geschrieben haben. Über server.getcryo können wir diesen Cryo übergeben und jetzt können wir das sammeln, was wir nachher verschicken möchten. Server.bind bindet einfach nur die Ports. Also da geben wir erst den TCP-Port ein und dann den UDP-Port. Das Ganze meint schon, das kann schief gehen. Das heißt, wir surrounden das alles, also alles markieren. Steuerung Alt T 6 oder halt über Code surround with, ne, mit dem Try-Catch. So, als nächstes machen wir server.start. Und server.addListener, new serverHandler. Wenn wir jetzt diese ganzen Funktionen woanders haben wollen, dann in einer anderen Klasse, dann muss sie entsprechend nicht new serverHandler sein, sondern muss irgendeine andere Klasse sein, die vom Listener erbt. Ja. Aber ich mache es jetzt mal hier in einer Klasse, dann ist es ein bisschen übersichtlicher. So. Dann gehen wir mal weiter. Wenn wir irgendwas senden wollen, haben wir if oInstance of message. Damit können wir abfragen. Also wir bekommen ja ein allgemeines Objekt übergeben. Das ist ja die Oberklasse von allen in Java. Und damit können wir abfragen, ist das, was wir gerade bekommen haben, ein Instance of message? Also haben wir gerade eine Message übergeben. Wenn wir jetzt mehrere Sachen verschicken wollen würden, mehrere Klassen, müssten wir halt entsprechend für die einzelnen Sachen das ja abfragen, sofern wir da spezielle Fälle für abdecken wollen. Falls ja, dann sagen wir Message M ist gleich Message O.
Damit casten, also erstellen wir ein lokales Message-Objekt, indem wir unser Objekt-O zu einer Message casten. Das heißt, jetzt haben wir alle Funktionalitäten aus der Message-Klasse. Also über M. Ja, gar nichts, weil wir keine Getter und Setter haben. Fällt mir gerade so auf. Das können wir aber regeln über Alt einfügen. Können wir hier Getter und Setter machen und über Absender und Text haben wir jetzt Getter und Setter erzeugt. Geht in Eclipse, glaube ich, ein bisschen anders. Und jetzt können wir hier über m.getAbsender, getText, setAbsender und setText entsprechend die die Variablen abrufen. Ich möchte aber eine Sache noch gerade machen. Ich würde nämlich gerne eine Funktion machen, die sowohl Absender als auch Text zusammenfasst in einem. Machen wir hierfür mal eine Funktion. Public String getMessage. Und das soll einfach nur return. Absender plus. Ja, das Ganze sollte aber vielleicht in eckige Klammern, damit das ein bisschen besser aussieht. So. Plus Absender plus das. Plus Text und plus Backslash N, damit wir da eine neue Zeile haben. Jetzt haben wir in Klammern den Absender und dahinter den Text. Aber ich möchte hier noch ein Leerzeichen dazwischen haben. Was auch noch vielleicht interessant wäre, wäre die Zeit, wann der Text gesendet wurde, damit man so ein bisschen nachprüfen kann, okay, wann wurde nachgesendet, wann ist sie bei mir angekommen. Dafür würde ich jetzt ein LocalTime verwenden. Also LocalTime Timestamp. Und hierfür brauchen wir auch Konstruktoren, also Alt einfügen, Getter und Setter kein Konstruktor. Und jetzt können wir hier über timestamp.toString.substring von 0 bis 5 können wir uns nur die Sachen daraus fischen, die für uns interessant sind. Dann noch ein Leerzeichen dazwischen. Und jetzt haben wir so eine eigene Funktion, die jetzt unsere Nachricht rausfiltert. So, als nächstes, jetzt haben wir halt auch wieder das Problem, wir haben jetzt eine neue Klasse in im Message-Objekt, was nicht standardmäßig in Java so drin ist, sondern wir haben es ja hier importiert. Sprich, wir müssen auch wieder in unsere Registerklasse und das Ganze registrieren. Also über k.register localtime.class. Aber irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert, als ich das getestet habe. Das heißt, ich habe irgendwie eine Lösung gefunden. Über new localtime serializer. Man kann nämlich hier eigene Serializer erstellen. Müssen wir natürlich noch machen. Also über localtime serializer. So, dankeschön. Der braucht natürlich dann auch noch ein bisschen Funktionalität, damit das sinnvoll ist. Der muss nämlich hier von extends serializer serializer. So. Das ist eine parametrisierte Klasse, die soll bitte localTime haben. Über Störung i können wir jetzt die Methoden implementieren, die wir definitiv brauchen. Und dann haben wir hier einmal ein write und einmal ein read. Und beim write soll der localTime.toString sein. Also hier können wir jetzt quasi selber festlegen, wie das Ganze serialisiert werden soll. Read soll nicht null sein, sondern return localTime.parse input
Text.readstring. Und jetzt haben wir halt hier unseren eigenen Serializer für geschrieben. Aber in der Regel braucht man es nicht. Nur für LocalTime hatte das bei mir nicht anders funktioniert. So. Als nächstes gehen wir hier wieder in unsere Send-Funktion vom Serverhändler und sagen main.g. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Wir haben ja ein lokales Objekt erzeugt. Das heißt, wir machen hier mal ein public static GUI g draus. Und jetzt können wir auf das g-Objekt auch zugreifen. Also hier main.g.trchat.append, damit wir auf unser Chatfenster zugreifen können, m.getMessage. Das ist die Funktion, die wir hier eben aufgeschrieben haben. So, und das Ganze funktioniert jetzt so. Damit wir das jetzt an alle senden können, gibt es da eine wunderschöne Funktion über server.sendToAllTCP. Und jetzt können wir einfach O sagen. Damit senden wir jetzt das Objekt, was wir hier gerade senden wollen, an alle. Das hier haben wir nur gemacht, damit wir in unserem Chatfenster auch sehen, dass wenn wir was gesendet haben. So weit, so gut. Als nächstes würde ich vorschlagen, prüfen wir, wenn sich wer connected hat. Da wollen wir einfach nur eine kleine Benachrichtigung ausgeben. Also main.g.chat.append. Wieder so schöne eckige Klammern. Plus. Und jetzt können wir über c.getRemoteAddressTCP.getHostString können wir rauskriegen, wer sich gerade hier connected hat oder welche IP. Plus, in Anführungszeichen, Leerzeichen connected. Und am Ende noch eine neue Zeile. Das ist auch so ungefähr alles, was wir hier machen wollen. Wenn wir eine Nachricht bekommen von einem Client, dann müssen wir dafür sorgen, dass, weil in dem Moment wissen ja nur der eine Client und wir als Server, dass eine Nachricht gesendet wurde, aber alle anderen Clients nicht. Und weil wir halt so eine Art Gruppenchat realisieren wollen, müssen wir als Server auch noch allen Leuten, also allen Clients, eine Nachricht schicken, hey, der eine Client A hat eine Nachricht gesendet und ich möchte es jetzt an Client B und C senden. Aber entsprechend nicht mehr an A, weil sonst würde er seine Nachricht doppelt sehen. Heißt, also wir fragen jetzt erstmal ab, for instance of message. Huch. Dann casten wir das wieder. Message M ist gleich gecastet message O. Main.g.thchat.append m.getMessage, damit wir die Nachricht bei uns auch anzeigen können. Und server.sendToAllExceptTCP, also da können wir eine Ausnahme machen und wir bekommen hier eine Connection übergeben bei receive, das ist genau das, von wem wir es bekommen haben. Können wir über c.getID rauskriegen, wer es ist und dann schicken wir das allen, außerdem der es uns gesendet hat. So, disconnected heißt im Grunde genommen nur ein Client ist geleaved. Und wir kriegen auch mit, wer geliefert ist über diese Connection. Main.g.thchat.append. Falls ihr jetzt irgendwie genau wissen wollt, was der Name ist, also wenn jetzt zum Beispiel, irgendwie, keine Ahnung, Paul disconnected, was auch immer, dann müsst ihr, bevor jemand, also wenn jemand auf disconnect drückt, dann muss erst an den Server eine Nachricht gesendet werden, hey, ich möchte jetzt disconnecten, muss der Name übergeben werden, also zum Beispiel Paul, und dann erst tatsächlich das Disconnecten stattfinden lassen. So, weil in dem Moment, wo man disconnectet, ist nur noch die Connection da, aber man hat keine Informationen außerhalb dieser Cryo-Klasse. Also, hier Connection, schreiben wir das mal groß, ein Leerzeichen dazwischen, c.getID plus disconnected. Und dann haben wir auch eine wunderschöne Nachricht. Und close soll unseren Server schließen, main.g.thchat.append
Das soll einfach nur disconnect, vielleicht noch richtig geschrieben werden, disconnected und eine neue Zeile. So, das war jetzt relativ viel. Das ist jetzt unser Server.